Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete, ich will vielleicht an dieser Stelle mal von meinem Manuskript abweichen und sagen, als erstes, glaube ich, ist es an Hohn nicht zu übertreffen, dass die europafeindliche Fraktion in diesem Parlament einen europapolitischen Sprecher hat und dann Sie an dieser Stelle dieser Rolle auch noch nicht mal gerecht werden. Das Erste, was Sie können, ist, bei einem der strategisch so wichtigen Anträge für den östlichen Landesteil, sich ausschließlich die kritischen Punkte herauszupicken und zu all dem, was die Realität darstellt, kein einziges Wort zu sagen. Sorry, Sätzen 6. Das war grottenschlecht. Und dann will ich Ihnen an dieser Stelle auch sagen, dass Sie sich die Zitate vielleicht genauer angucken sollten. Zunächst haben wir gesagt, dass es rechtsstaatliche Verfahren gibt. Wir gucken uns an, was die polnische Seite vorhat. Wir Ein Moment bitte, Herr Dahlemann, ich bitte um Ruhe. Ich kann den Redner nicht mehr verstehen und das möchte ich gerne. Insofern bitte ich jetzt um Ruhe. Herr Dahlemann, Sie haben das Wort. Wir halten uns an rechtsstaatliche Verfahren und deswegen gilt, dass für jedes Großprojekt, das die deutschen Belange betrifft, genau unsere rechtlichen Standards auch angewendet werden müssen. Der Unterschied zu Ihnen ist allerdings, dass wir das unseren Partnern direkt sagen. Ich habe mich mit dem Stadtpräsidenten von Swinemünde dazu ausgetauscht. Wir sind in einem intensiven Dialog mit unserer Generalkonsulin Conny Pieper in der Frage. Ich habe mich mit der Bürgerinitiative getroffen, die Ministerpräsidentin das Thema beim Marschall direkt angesprochen. Da können Sie mal sehen, wir handeln, Sie labern nur. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und dann will ich an dieser Stelle auch noch mal deutlich unterstreichen, dass Sie von Vorpommern nun so wirklich gar keine Ahnung haben. Einer der Gegenden, denen es in diesem Land am dreckigsten ging, war genau diese Region, um Löcknitz. Höchste Arbeitslosigkeit, höchste Bevölkerungsabwanderung, höchster Leerstand, schwierigste Entwicklung, Schließung von Kitas, von Schulen. Die deutsch-polnische Metropolregion Stettin ist das größte Geschenk. Wir haben den stärksten Bevölkerungszuwachs in allen Dörfern in Mecklenburg-Vorpommern, in Löcknitz. Und das sprechen Sie nicht mal an. Keine Ahnung davon. Herrlich, herzlichen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich finde, das soll es dann aber auch gewesen sein mit 2 Minuten vergeudeter Redezeit in dem Block, um den wir uns am wenigsten kümmern müssen. Ich würde gerne auf den Antrag eingehen. Sehr geehrter Herr Wild, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bedanke mich sehr herzlich für die intensive Abstimmung. Wir haben gemeinsam gerungen, mehrere Runden gedreht und ich glaube, einen Antrag vorgelegt, der sowohl in den Beschlusspunkten als auch im Begründungstext sehr gründlich auf die Sache eingeht. Selbstkritisch will ich an einer Stelle anmerken, ich glaube, ich weiß, Mignon redet dazu, man hätte, glaube ich, bei diesem Thema auch auf die Linksfraktion zugehen können. Da hätte man vielleicht auch einen gemeinsamen interfraktionellen Antrag draus machen können. Aber in der Zusammenarbeit wissen wir, dass diese 3 Fraktionen in diesem Parlament geschlossen bei diesem Thema Seite an Seite stehen. Und dafür danke ich ausdrücklich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Ministerpräsidentin hat es verdeutlicht, die grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist eines und für mich in meiner Arbeit der ganz klare Schwerpunkt für uns als Landesregierung überhaupt. Ich bin überzeugt, die Metropolregion Stettin ist das wichtigste Zukunftsthema für den Landesteil Vorpommern. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als Ministerpräsident Erwin Sellering 2015 mit diesem Satz in den Zeitungen zitiert wurde, wie viel Kritik es dafür damals gab. Sind die Polen jetzt die letzte Hoffnung der Vorpommern? Diese Schlagzeilen lesen wir nicht mehr, weil es abgesehen von Ihnen alle in diesem Land verstanden haben und weil es im Übrigen auch die entscheidenden Akteure in diesem Land massiv vorangetrieben haben. Was aber so selbstverständlich klingt, ist alles andere als das. Und ich glaube, man muss, wenn man über die Metropolregion Stettin spricht, auch immer diese besondere Geschichte dieser Stadt verstehen. Stettin ist nicht erst polnisch seit dem Zweiten Weltkrieg und der Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, sondern immer wieder in einem permanenten Auf und Ab, in einem Wechsel zwischen verschiedenen Nationalitäten, permanent mit Umbrüchen in der Bevölkerung, permanent mit einem Bevölkerungstausch. Das, glaube ich, ist etwas, was man in dieser Geschichte sehr wohl auch im Blick haben muss. Und dann aber auch zu verstehen, dass die Menschen, die dort fliehen mussten und andere, die im Übrigen aus den östlichen Gebieten Polens dann nach Stettin kamen, doch über 30, 40 Jahre wie auf gepackten Koffern saßen in der Frage, bleiben sie eigentlich da? Wird die Oder-Neiße-Grenze anerkannt. Trotzdem unter diesem Enthusiasmus, diese Stadt zu einem so stolzen Oberzentrum wieder aufzubauen, verlangt mir allergrößten Respekt und tiefe Dankbarkeit den polnischen Bürgern Stettins. Das ist eine große Leistung. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, ich glaube, dass wir auch mal an so einer Stelle persönlicher werden dürfen. Ich kann sagen, dass meine beiden Großmütter in Stettin geboren sind, dass meine beiden Großmütter
in diesem Teil Pommerns aufgewachsen sind und dort bis zur Flucht gelebt haben. Mich haben diese Geschichten irgendwie immer angefasst und sie haben mich berührt. Ich darf sagen, bis heute, wenn ich in meinem Wahlkreis unterwegs bin, kleine Dörfer, die Sie wahrscheinlich alle gar nicht kennen, Hintersee, Ahlbeck, die sind geprägt davon, die stolzen Handwerksunternehmer, die alle ihre Aufträge in dieser großen, pulsierenden Stadt hatten. Und dass heute wir an dieses kleine, zarte Pflänzlein wieder anknüpfen können, ist, glaube ich, etwas, wo wir zu Recht alle Kraft über alle Grenzen hinweg auch investieren sollten. Um das aber zu verstehen und auch immer besonders sensibel den Blick dafür zu haben, empfehle ich ausdrücklich jedem den Besuch des Dialogzentrums Perspektiva, das wir gemeinsam mit dem Marschall und der Ministerpräsidentin besucht haben, ein Ort, der fesselt. Der erste Blick, den Sie sehen, ist ein riesengroßes Diorama, wo Sie ein in Schutt und Asche liegendes Stettin, wo Sie untergehende Hakenkreuzfahnen sehen. Und ich glaube, jeder weiß, wer die Verantwortung dafür hatte, dass Menschen ihr Leben lassen mussten, dass ganze Regionen auseinandergerissen wurden und dass ganze Familien zerrissen wurden. Deswegen empfehle ich jeden, der erst recht so wenig Geschichtskenntnis an dieser Stelle beweist wie Sie, sich das auch mal anzugucken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf sagen, dass das Schengen-Abkommen an dieser Stelle für uns das größte Geschenk ist. Wir sind von der Randlage Europas, ein bisschen von der Ecke, für die sich viele nie interessiert haben, mitten ins Herz gerückt, wo alle drauf gucken. Und ich sage aus tiefer Überzeugung, die Metropolregion Stettin ist eines der spannendsten Wachstumsräume zwischen den Metropolen Berlin und Stettin in ganz Europa. Und mittendrin liegen wir in Verkehrsinfrastruktur, in Anbindungsprojekten. Und wer diese Chance nicht erkannt hat, der rennt nur wirklich rum wie ein Blinder durch Landespolitik. Meine sehr geehrten Damen und Herren, deswegen darf man aber auch an dieser Stelle darauf eingehen, wo wir zurückgeworfen sind. Und ja, die Corona-Pandemie bedeutet an dieser Stelle harte Einschnitte. Ich weiß, die Quarantäneverordnung des Landes gilt als eines der quälenden Texte, für die meist am Ende auch keine Zeit ist, wo nicht in die Tiefe hingeguckt wird, was sie eigentlich bedeuten, weil andere Teile der Corona-Maßnahmen für die meisten im Land Mecklenburg-Vorpommern einen größeren Einfluss haben. Für die Menschen, die aber in dieser Region leben, ist es der härteste Einschnitt überhaupt. Für Grenzpendler, für Grenzgänger, für Schülerinnen und Schüler, die darum bangen mussten im letzten Jahr, ob sie am deutsch-polnischen Gymnasium in Löcknitz eigentlich ihr Abitur ablegen können. Wie kommen sie dahin? Für Lehrerinnen und Lehrer, wie kommen sie zur Arbeit? Wie können sie überhaupt den Stoff vermitteln? Für Familien, die ganz selbstverständlich bis heute in ihrer Biografie dieses Pendeln über die Grenze leben, bis hin zu einem gestrigen Gespräch mit der Bürgerinitiative in Löcknitz, wo mein Vater ganz eindrucksvoll darstellt, dass sein Kind mit 2 Jahren seinen Zahnarzt in Polen hat. Und ich glaube, ich kann in den letzten 4 Monaten die Sensibilität in der Rolle eines Vaters anders nachvollziehen, dass das Dinge sind, die im Alltag für die Menschen Hürden bedeuten. Die Schließung der Grenze durch die polnische Regierung im Übrigen, und ich hoffe, Sie merken Ihren Widerspruch, wenn Sie uns die kritischen Maßnahmen vorhalten können, dann holen Sie sie raus, weil Sie als nationalstaatliche Regierung an Ihrer Seite empfinden. Verstehen Sie eigentlich, dass die Projekte, die Sie aufgezählt haben, von Warschau vorangetrieben werden und nicht von dem Marschall und nicht von der Wojewodschaft? Schon das ist ein herrlicher Widerspruch. Aber die Schließung der Grenze war die schwierigste Maßnahme in diesem Zusammenhang. Während Demonstrationen der Polen, die in Deutschland leben, erlebt. Wir haben Demonstrationen der Polen, die in Polen leben und nach Deutschland einpendeln. Wir standen an der Grenze vor Sandsäcken, vor Stacheldraht und vor Schlagbäumen. Wir konnten uns nicht die Hand geben und wir konnten uns nur über die Ferne verständigen. Ich darf Ihnen sagen, das waren für mich Situationen, die Gänsehaut gemacht haben. Und umso besonderer war dann der Moment, als diese Grenze wieder geöffnet wurde. Neue Herausforderungen sind entstanden. Die Quarantänepflicht, die Ausnahmen, die hart errungenen Ausnahmen, die Frage des Tagestourismus, der touristischen Reisen, die regelmäßige Testpflicht. Und im Übrigen, ich hoffe, auch das haben Sie verstanden in dieser Woche, eine stringente Testpflicht ist der einzige Ausweg aus dieser Pandemie. Und lieber eine strenge Testpflicht und viele Freiheiten und Ausnahmen als eine dichte Grenze. Das ist das Ziel der Landesregierung. Das ist unsere Strategie in dieser Frage. Und bei all dem, meine Damen und Herren, hat für uns der Gesundheitsschutz oberste Priorität. Darüber bin ich auch sehr dankbar. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben Unterstützungsmaßnahmen an die Hand gegeben, das Pendlerprogramm, um den Pendlern die Möglichkeit zu geben, hier zu bleiben. Ein engen Austausch, erst gestern wieder mit der sächsischen Landesregierung. Ein enger Austausch zwischen den 3 Ministerpräsidenten, Woidke, Kretschmer und Schwesig, die sich ganz bewusst einig sind. Niemand anders.
Niemand anders in der MPK spricht über die Frage, was das in Polen eigentlich für Ostdeutschland bedeutet. Und ganz im Gegenteil, in den alten Bundesländern haben die meisten das Thema vielleicht auch gar nicht auf dem Schirm. Wie wir jetzt Testzentren aufbauen, da gucken alle zu uns. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wir haben eine Blaupause geschaffen. Das, was wir Ende dieser Woche eröffnen können, ist Vorbild für die Sachsen, ist Vorbild für die Brandenburger und im Übrigen, auch das darf ich an der Stelle durchaus stolz sagen, Vorbild für die Bayern, die vielleicht immer besonders laut sind, aber dann meist ja gar nicht so viel dahinter ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das haben wir nicht im Alleingang gemacht. Ich will mich an dieser Stelle ganz ausdrücklich bei meinem Kollegen Dr. Stefan Rudolph bedanken, der als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium dieses Thema sehr, sehr fest im Blick hat. Und Herr Waldmüller hat nach der Klausurtagung der CDU-Landtagsfraktion gesagt, die Metropolregion Stettin, die deutsch-polnische Zusammenarbeit, war bei uns in der Vergangenheit vielleicht nicht der Schwerpunkt. Finde ich eine sehr selbstkritische Einschätzung. Ich darf an dieser Stelle sagen, für Wirtschaftsstaatssekretär Rudolph, glaube ich, kann man das eindrucksvoll auch so unterstreichen. Das gilt auch ganz aus tiefer Überzeugung. Wir haben aber auch Akteure vor Ort. Katarzyna Wert, Rafael Majuda sind angesprochen. Wer ist das? Der polnische Rechtsanwalt, der Klage beim OVG eingereicht hat gegen die Testpflicht. Und wir haben 3 Wochen intensiv gerungen, eine außergerichtliche Einigung hinzubekommen. Wir haben darum gerungen, dass nicht die Testpflicht vor Gericht gekippt wird, dann wäre uns das Gleiche passiert wie im Tourismus. Wir hätten uns Dinge zerschossen, die uns größere Schwierigkeiten aufbauen. Und deswegen gehört das im Übrigen auch zu den klaren Zusagen, die wir als Landesregierung einhalten und dann umsetzen. Und deswegen will ich an dieser Stelle ganz deutlich unterstreichen, dass wir daraus auch Chancen entwickeln. Abstimmungswege sind dichter geworden, Kontakte, Arbeitswege in einem viel, viel vertraulicheren Verhältnis, keine aufgebürdeten Länderabfragen, um zu wissen, wie machen es denn andere, eine einfache SMS und einen Anruf. Ich glaube, das hat uns ganz deutlich gestärkt. Und ich darf an dieser Stelle auch sagen, dass mit all dem, was wir in der Metropolregion Stettin tun, deutlich über den Koalitionsvertrag hinausgehen. Ein lediglich kleiner Passus, der es erwähnt, das, was wir in dieser Legislatur dazu aufgebaut haben, ist deutlich mehr. Und da will ich mich explizit bei meinen Kollegen von der SPD-Landtagsfraktion, der CDU-Fraktion und immer auch der offen kritischen Betrachtung dieser Themen bei den Linken herzlich bedanken. Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Antrag hat heute einen sehr starken wirtschaftlichen Fokus und den halte ich auch für richtig. Das wichtigste Thema für Vorpommern und für Vorpommern stärker als vielleicht für das ganze Land ist das Thema Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich habe selbst erlebt in der Familie, wenn die Mama den Arbeitsplatz verliert und 3 Tage vor Weihnachten die Quittung kriegt aus einer Zeit, wo wir uns in der politischen Seite überboten haben, wer mehr Stellen abbaut. Eine gute Stelle im öffentlichen Dienst. Ich kann sagen, das hat mich mein ganzes Leben lang geprägt und es prägt viele Menschen. Jeder war von Arbeitslosigkeit betroffen. Deswegen Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und da sind es die Akteure aus der Wirtschaft, die uns übrigens unabhängig davon, ob wir einen Schlips tragen oder nicht, alle gemeinsam anschieben. Die haben gefordert, keine Zuständigkeiten im fernen Schwerin, im Wirtschaftsministerium oder in der Staatskanzlei, sondern hier vor Ort ein Ansprechpartner, der für uns in diesen Belangen Verantwortung trägt. Wir haben gehandelt, wir haben die Geschäftsstelle eingerichtet, Dietrich Lehmann, Thorsten Hasch, zu Recht von der Ministerpräsidentin angesprochen. Das hat Hand und Fuß, was diese Männer fordern. Und ich glaube, die blicken im Übrigen auch ganz zuversichtlich und ganz glücklich auf diese Debatte und auch diesen Antrag. Und an dieser Stelle darf ich sagen, dass wir im letzten Jahr die größte Delegationsreise nach Danzig unternommen hätten, wenn Corona nicht gekommen wäre. Eine enorme Begeisterung seitens der Wirtschaft. Wir hatten gar nicht so viele Plätze, wie Leute mitfahren wollten. Das bestärkt uns darin. Gewerbeflächendatenbank, Industriepark, im Übrigen kein Hirngespinst eines Industrieparks, sondern mit erster konkreter Ansiedlung. Und wissen Sie, da sind Sie sich dann alle auch wieder nicht zu schade, bei einem solchen Termin, wenn der Minister oder die Ministerpräsidentin vor Ort ist, wir einen Spatenstich machen, sich dann auch noch mal billig in die letzte Reihe zu stellen und irgendwie so zu tun, als hätten Sie einen Anteil daran, bei weitem nicht. Und Sie, ganz konkret Sie, Ihre Fraktion. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf an dieser Stelle einen weiteren Bereich ansprechen, neben der Wirtschaft, nämlich die Pflege der kommunalen Partnerschaften. Einer der ersten Stunde, Landrat Wack, im Übrigen Christdemokrat, Laura Maristen angesprochen und für mich persönlich prägende Figur bei diesem Thema, der leider viel zu früh verstorbene Torgloer Bürgermeister Ralf Gottschalk, der uns dieses Thema zu Beginn der Legislatur auch kräftig ins Stammbuch geschrieben hat. Dass heute Rathäuser mit einer Selbstverständlichkeit polnische Muttersprachler beschäftigen, um allein die Kultur zu verstehen, wie man eine Partnerschaft pflegt, ist etwas, wo wir enorm vorangekommen sind. Kultur schafft Bewegung. Auch in diesem Bereich haben wir eine ganze Menge vor, gemeinsam mit Partnern. Ich freue mich,
dass die Festspiele und die Usedomer Musikfestival echte Vorreiter in diesem Thema sind und die Philharmonie in Stettin echtes Flaggschiff. Meine sehr geehrten Damen und Herren, bei all dem ist die wichtigste Grundlage der Nachbarspracherwerb von Kita bis Schulabschluss. Und wir haben in dieser Legislatur die Entscheidung gefällt, dass wir die Stellen an den Schulen für die Lehrerinnen und Lehrer verstetigen. Dass Projekte wie Spotkania heißt Begegnung in der Grundschule in Heringsdorf weitergeführt werden. Dass wir Lehrmaterialien erarbeiten. Die klingen jetzt alle so selbstverständlich. Die waren ein irrsinnig langer Prozess, auch alle Beteiligten davon zu überzeugen. Ich kann den jungen Menschen an der Grenze nicht erklären, warum sie Französisch, Russisch wie ich, Latein oder Spanisch in den Schulen lernen, die Sprache unseres Nachbarn aber nicht beherrschen. Ich glaube, jeder, der fließend Polnisch spricht, bewegt sich viel, viel sicherer, selbstverständlicher im Übrigen auch mit allen Chancen, die diese tolle Stadt auch bietet, auf diesem Parkett. Dafür haben wir gewisse Instrumente. Interreg ist eine Erfolgsgeschichte, der Fonds für kleine Projekte, die Pomerania als Graswurzelarbeit der kommunalen Ebene und erstmalig eben auch ein Metropolregion Stettin-Fonds. Reine Landesmittel für die Unterstützung dieser Projekte. Ein ganz, ganz kleiner Topf, zugegebenermaßen, aber einer, der hohe Flexibilität dafür bringt, wenn einer wie Gerold Jürgens auf uns zukommt und sagt, unterstützt uns bei diesem Gedanken, wir wollen einen stärkeren Aufschlag in Stettin. Und an dieser Stelle kein abgestimmter Koalitionspunkt. Ich darf Ihnen sagen, ich frage mich auch, ob wir nicht als Land noch mal den Mut aufbringen sollten, auch eine Dépendance in Stettin zu haben. Das ist eine Erfahrung, mit denen die Brandenburger gescheitert sind, weil sie es an eine Rechtsanwaltskanzlei gegeben haben, die das irgendwie noch so ein bisschen mitmacht. Ich glaube, wir müssen für die nächste Legislatur bei diesem Thema auch noch mehr Mut aufbringen. Ich freue mich jedenfalls über alle, die da mit uns kritisch diskutieren wollen. Ganz abschließend, partnerschaftliche Zusammenarbeit heißt auch, kritische Themen unterschiedlich ansprechen. Zwinemünde, Containerhafen, hätten Sie gar nicht ansprechen müssen, steht bei mir auf dem Zettel, ist für mich selbstverständlich. Genauso wie die Ausbaupläne für verschiedene Verkehrsinfrastrukturen oder die Errichtung eines möglichen Kernkraftwerks an der deutsch-brandenburgischen Grenze. Wir haben als Regierung da eine klare Haltung. Genauso haben wir als Landesregierung aber auch eine klare Haltung zu Nord Stream 2. Und Sie können mir glauben, diese kritischen Themen sparen wir nicht aus. Wir setzen auf einen Dialog mit Russland und auf einen Dialog mit Polen. Und ich erlebe, dass mit dieser klaren Haltung Marszał Gablewicz immer sehr, sehr gut leben kann, dem nämlich als polnischer Politiker an der Stelle auch Rückgrat beweist. Kritischer Austausch ist die Grundlage dafür voranzukommen. Das gilt für Deutschland wie für Polen, für MV, wie für Westpommern und Pommern. Ein kritischer Austausch ist aber auch mein Wunsch für diese Debatte. An dieser Stelle nochmal ausdrücklich mein Wunsch um Zustimmung. Und ich freue mich weiterhin, diesen Punkt mit denen, die wirklich konstruktiv daran mitwirken, auch vertiefen zu können. Herzlichen Dank. Einen Moment.